Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bertram Fiddle. In der letzten Folge sind wir mit Gavin ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Gegenstände eingesammelt und wir haben uns mit Bertram noch gar nicht wirklich hier in der Zelle umgeschaut und das werde ich jetzt erstmal tun. Hallo? Hallo? Sagst du da nicht zu? Was? Warum sagst du nicht dazu? Bertram, was soll das? Sagst du was zur Tür? Innocent. I demand to be let out. You ain't going anywhere, you fiend. Here's your supper. Abendessen. Was gibt's denn? Das ist nur ein Teller mit einem Kleck Soße oder so. This gravy is a strange color. It really isn't to my palate. Okay. Gut. Spiegel, wie sieht's denn aus, Bertram? Alles gut? Ew. One toothbrush between the three of us? That's not very hygienic. What? We've been locked in here for a long time. Okay, Zahnbürste schnappen wir uns. Und ein Stück vom Spiegel. Okay, können wir das Wasser aufdrehen? Okay, haben wir irgendetwas, um diesen Hahn da abzudrehen oder so? Nee, nicht wirklich, ne? Gut, gut. So, da oben können wir rausschauen. Was ist denn hier? I can feel a faint draft through some of these cracks. This wall isn't as impenetrable as it looks. I wonder if I can tunnel out. You? Tunnel out? What with? And how will you stop the guard from seeing? Nothing is impossible if you use your head. I'm sure Gavin will have us out of here in a whir. Ja, vielleicht können wir das mit dem Rührquirl von hier aus machen. Und hier können wir was hinstellen. Oder wie? Ja, scheint so. Ein Käfer? Eine Kakerlake? What's that? Lurking in that hole? A blood-sucking crimson cockroach. Okay, wo genau ist dieses Loch? Kann man das noch irgendwo sehen? Nee, nicht wirklich, ne? Oder geht's da weiter? Nein. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt erstmal mit den beiden Mithäftlingen. Da kommt hello, wieder. Cellmate. What are you in for? My name is Walter, and my only crime is being an artiste. Oh, that's quite harsh. I'll say, sitting in here, unable to paint, it's sapping me of my will to live. Without my paints, I'm nothing. Do not give up hope. Gavin, my one-eyed manservant, will help. Your positivity is upsetting me. Leave me to my gloom. Ach, ich kann's mir schon denken. Ja, ich komme ja schon, Gavin, gleich. Ja, ich kann es mir schon denken. Er hat ja vorhin gesagt, Palette. Und der Typ ist Maler und er hat ja gesagt, es wäre eine Purpur-Kakerlake. Wir müssen die wahrscheinlich irgendwie ausquetschen oder so und brauchen von ihr dann die rote Farbe. Don't wake Shirley! Okay, warum nicht? Don't wake Shirley! Na gut. Oh. This blanket is rough as canvas! Ah, eine Leinwand ist auch schon mal gut. Ist da sonst noch was? Nein. So, wie kann ich das denn machen, dass der Gavin mir hier irgendwas reingibt? Pass mal auf, wir fangen einfach mal damit an. Is it mindless? Das hilft dir nicht weiter. Ach so. The mortar is weak. With the right to- ja, mit dem richtigen Werkzeug, aber das hatten wir ja schon versucht. Geht das mit dem Stein like irgendwie? Rock? Mögen sie Fels? Nee. Die blauen Blumen, die könnten auch irgendwie weiterhelfen. We kann have er das a thing denn? In Peru. A flower a day keeps the gloom away. Ah, das ist gut. Die Blume kann er auf jeden Fall schon mal durchgeben. Aber warum hat es jetzt mit dem komischen Gerät hier nicht funktioniert? Kann er das nicht da durchwerfen? This is pointless. Das hilft nicht weiter. Okay, wie ist das mit dem Stein? Der Stein könnte eventuell... Too big. Okay, könnte eventuell für die Kakerlake sein, wollte ich gerade sagen. Können wir da irgendwie ein Loch reinmachen? Nee, das wird nicht klappen. Okay, Bertram, dann bist du wieder gefragt. So, die Blumen, können wir die hier irgendwie draufklatschen? Sehr schön. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal blaue Farbe, in Anführungsstrichen. Und die Decke, ja, ich denke, wir müssen sowas wie eine Falle oder so bauen, oder? I'm almost curtain, that won't work. Da werfe ich das Handtuch. Ja gut, das funktioniert noch nicht. Wie ist das, wenn wir ihm die Leinwand in Anführungsstrichen schon mal geben? You look cold. Do you want a blanket? I'm shivering because I'm suffering painting withdrawals. Ja, ich hab's kapiert, Junge. Ich hab's kapiert. Aber eventuell könnten wir die auch da oben aufhängen. Sehr schön. Gut, also eine Leinwand hätten wir schon mal. Wir brauchen aber definitiv noch mehr Farbe. Aber wie bekommen wir die? Das ist eigentlich sinnfrei mit der Scherbe.
Oder er trennt On die damit reflection, durch. Nee, nee. I'd rather not. Okay, nein. Zahnbürste, pass mal auf, wir gehen erstmal hier hin. Zahnbürste, ich wüsste nicht wieso. Nee, das funktioniert alles nicht. Okay, wie ist das denn, wenn ich ihm das jetzt schon mal zeige? This meal is barely palatable. Bitte, was hat er gesagt? Palette aus Essen ist eher schlecht? This meal is barely aus einer Palette palatable. An Essen eher ein schlechteres? Okay, Moment. Können wir dem Gavin das rausgeben? Oh, I'm losing my appetite for adventure. Okay, nein. Ich habe keine Ahnung. Kann er mit der Spiegelscherbe da irgendwas machen? Das ergibt doch keinen Sinn. My deduction was... Nee, das ergibt keinen Sinn. Zahnbürste auch nicht. Gavin, können wir die zu dir rübergeben? Das ist ja schon mal gut, dass es nur mit manchen Gegenständen funktioniert. Bedeutet dann so viel wie, wir brauchen da tatsächlich nicht alles. Okay, ich würde aber gerne nochmal wechseln. Und dann mal schauen, wie ist es damit? On reflection, I... Okay, dann bist du dagegen. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, wie wir jetzt mit Gavin weiterkommen. Zahnbürste und Stein. Hier ist sonst nichts mehr. Da kann er nichts machen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal wieder in die Stadt. Ich weiß zwar nicht genau, wohin. Aber wir können erstmal schauen. So, Zeitungsjunge, da ist die Glocke. Ist denn hier noch irgendwas? Nein. Da kommen wir nicht rein. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Extra! Extra! London's ja, gut. Ja, genau, das hat er das letzte Mal auch gesagt. Ja, genau, da haben wir auch den Zeitungsartikel gesehen. So, Hotspot-Anzeige sagt, es geht nur hier weiter. Dann gehe ich doch einfach mal dahin. Was soll ich denn mit einer Zahnbürste? Okay, sie macht nichts, er macht nichts. Moment, hier war der... Ah, stimmt, hier war der Hutladen. Sie wollte irgendetwas, um dieses Rad zu reparieren. Und hier in der Bakery oder Cakery ist doch eigentlich soweit alles erledigt, oder? Ich gehe nochmal kurz rein. So, ist denn hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Das ist die Nähmaschine, das ist die Trulla, da ist die Tür. Ja, ja, das war irgendwie das Rad, aber ganz ehrlich, da hilft kein Stein. Do you like rock? Mögen Sie Fels? Sie sagt einfach gar nichts dazu. Ist auch okay. Und die Zahnbürste bringt auch nicht viel. It's good for getting in cracks. Okay, nein, Zahnbürste ist total sinnlos. Nee. Wisst ihr was, dann gehe ich nochmal in die Bakery, Cakery und spreche eventuell auch nochmal mit der Frau von Bertram. Und gucke, was jetzt hier so abgeht. Oh! Ah, er futtert sich da jetzt durch, ne? Wie gut ist das? Hat alles aufgefuttert. Oh, this cake is so good! Okay, bringt uns aber gerade auch nichts. Was war das hier? Butter macht den Teig. Ah, Moment. Können wir ein bisschen Butter mitnehmen? Nee, das ergibt keinen Sinn. Ihm die Zahnbürste geben, ergibt auch gar keinen Sinn. So, das hier war Kaffeemaschine, ne? Coffee. Ja, genau, bringt uns auch nichts. So, das auch nicht Ofen. Nee, dann quatsche ich sie jetzt nochmal an. You are acting most suspiciously. And where? Ja, ja, das hat sie auch beim letzten Mal gesagt. Genau, das ist der gleiche Dialog. So, mit dem Hund können wir auch nichts machen. Leute, ich habe keine Ahnung. Was sollen wir tun? Also, er wartet ja irgendwie auf jemanden. Sie macht da gar nichts. Kann ich nochmal weiter zurückgehen? Einfach mal schauen, wie weit es jetzt geht. Ob sich hier vielleicht irgendwas getan hat. Da ist sonst nichts mehr. Können wir? Ja, wir können nochmal versuchen, da zum Haus zu gehen. Aber das bringt es auch nicht. Hier ist ja sonst auch nichts mehr. Nee, das hatten wir. Und wir kommen da nicht rein. Klar, wir können mit dem Totengräber quatschen. Können wir ihm vielleicht eine Zahnbürste geben? Ach ja, die Sache mit dem Eichhörnchen. Ah, wir brauchen bestimmt irgendwie eine Nuss oder so. Das flitzt in den Baum und bleibt dann da stehen, weil es hier ja nicht hin kann. Konnte ich das dahin packen? Habe ich bestimmt probiert in der letzten Folge, aber kann mich gerade nicht erinnern. We have a saying in Peru. A squirrel will always... Immer seine Nüsse finden. Ja, gut. Ja, und da drauf funktioniert ja auch nicht, ne? Hatte ich auch schon mal versucht. Ja, okay. Dann flitzt es da wieder rein. Ja, pass auf, dann stellen wir es da nochmal kurz ab. Aber ich wüsste auch nicht, warum Nüsse, weil die Nüsse zermatschen wäre ja auch nur eine Art von brauner Farbe und die haben wir im Endeffekt schon mit diesem komischen Bratensaft oder was das war. Look at the size of your hole.
Okay, der sagt auch nichts, ne? Kann der vielleicht eine Zahnbürste gebrauchen? It's good for getting. Nee, da sagt er immer das Gleiche. Wie wäre es? Zahnbürste und... Nein, Moment. Zahnbürste und Eichhörnchen. It's good for getting. Nee. Ja, das ist ja doch ein sehr humorvolles Spiel und da probiere ich dann auch gerne mal irgendwelche Sachen aus, die vielleicht auf den ersten Blick sinnlos erscheinen, wie zum Beispiel Zahnbürste und Eichhörnchen. Aber es hat nichts gebracht. Okay. Ich habe keine Ahnung, hier können wir nichts machen. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es doch jetzt nicht. Was ist mit dir und diesem Ding? This is pointless. Das hilft nicht weiter. Ja gut, das... Nee, Karte brauchen wir nicht. Ich gehe echt davon aus, dass wir diesen Rührquirl doch irgendwie in die Zelle bekommen müssen. Damit können wir auch nichts mehr machen, da geht's auch nicht weiter. Nee, wir müssen den Rührquirl 100% in die Zelle bekommen. Und dann können wir von Bertrams Seite aus damit irgendwie, ja, keine Ahnung, uns rausschrauben, wie auch immer. Er erinnert mich gerade ein bisschen an Prison Break. Da gab es eine so eine Szene, da haben die das auch mit so einem Rührquirl gemacht, was aber eigentlich ganz cool war. Aber das nur mal so nebenbei. Ja, Bertram, ich habe keine Ahnung, kannst du dir das angucken? Oh, wer dann? I'm losing my appetite for adventure. Pass mal auf, ganz blöd gefragt, können wir das nehmen? Moment. Oh, I'm losing... Nee. Ich check es nicht, können wir noch mal klopfen? Bringt ihr uns dann vielleicht irgendwas anderes? I'm watching you, fiddle. Okay, nein. Gut, gut. So, was haben wir da unten? This pipe is loose. Oh. Okay, wir haben ein Stück Rohr. Was zur Hölle? Ah, und wir haben grüne Farbe. This meal is barely palatable. Kann er das nicht? Ah, so kann er es mitnehmen. Okay. Such vivid colors. Was ist das denn genau? Irgendein Schleim oder was? So, das klatschen wir da drauf. Genau. Uns fehlt nur noch Rot, Leute. Eventuell noch Gelb. Das war jetzt ein Rohr. Wofür brauche ich ein Rohr? Wenn ich das Loch hier sehen würde, pass mal auf. Man kann das Loch ja nicht wirklich sehen, wo die Kakerlake dann reingeht. Aber das ergibt jetzt auch keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn. Und das Rohr? Damit ergibt auch keinen Sinn. Ich kann versuchen, es rauszugeben. I'm confusing. Ich verwirre mich. Feel a ja. This wall okay. Isn't as impenetrable. I wonder ja, if... ist ja gut. Ist doch gut jetzt. Nothing is ja. I'm sure ja, ist doch gut jetzt, Leute. Ist doch gut jetzt. Ich versuche, das an Gavin zu geben. Das funktioniert. Bedeutet, Gavin kann damit irgendetwas machen. Sehr schön. Das haben wir jetzt. Die Frage ist... Rohr, lass mich mal... Ach, das Rohr könnte natürlich, das könnte als eine Art Rad oder so für die Nähmaschine sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich weiß nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, was sie da generell für ein Rad haben möchte. Ich dachte jetzt eigentlich, dieses Rad, was dahin immer dran ist, an diesen alten Nähmaschinen, das hier nämlich. Aber vielleicht meint sie auch einfach so eine Spule oder sowas. Would you like some pipe? Nee. Möchten Sie etwas Rohr? Nee, das funktioniert nicht. Das hier damit? Would you like some? Nee. Können wir das Rohr denn irgendwie kombinieren? That won't work. Das wird nicht klappen. Oh, blöd, dass das Inventar... Ja, blöd, dass das Inventar... Nein. Immer wieder zugeht. So ein bisschen doof. That won't work. Das ergibt keinen Sinn. Nee. War hier jetzt gerade noch was? Nein. Was sagt sie denn? Can't you hurry up, woman? I told you already. Mein Nährrad. My sewing wheel is broke. Whatever were you doing to get them sewed? How long does it take? I really am. Mein Nährrad. Also für mich ist es das hier. Das ist das Nährrad. Was sollen wir mit dem Rohr? Also da vorne hinlaufen nochmal zum Haus bringt absolut gar nichts. Oder kann... Nee. Das Eichhörnchen, das dann irgendwie im Rohr stecken bleibt oder so? Ist ein Versuch wert. Moment. Ich gehe jetzt nochmal eben kurz... Nein, stopp. Ich gehe jetzt nochmal eben kurz zu ihm. We are all in the gutter. Hast du ihm das jetzt gegeben oder hast du ihn so angequatscht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Achso, wir leben alle in der Gosse. Gut, Leute, das mit dem Rohr ist jetzt noch mein letzter Versuch hier beim Eichhörnchen. Ansonsten habe ich keine Ahnung und gehe doch nochmal zurück. Aber das Rohr ist mir jetzt auch im ersten Moment vorhin gar nicht aufgefallen. So, dann schauen wir doch mal. Also, das Rohr da reinstecken, das ergibt keinen Sinn. Oder das Rohr hier draufstellen? Ah, hat er das blockiert damit? Ah, wie geil ist das denn?
Oh, und das können wir nutzen? The squirrel is going nuts. Okay, und das können wir nutzen, um eventuell die Kakerlake irgendwie abzulenken oder so? Das ist ja witzig. Ja gut, Eichhörnchen im Rohr, ne? Ist genauso sinnfrei wie Zahnbürste mit Eichhörnchen. Aber hey, es hat zum Erfolg geführt. Das ist doch schön. So, Bertram, ich komme wieder zurück. Ich werde dir helfen, mein Lieber. Wie er da immer so mega den Umweg macht, ne? So einmal komplett da hinten irgendwie langläuft. Aber gut. So, mein Lieber, dann packe ich das mal da durch. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, sehr schön. Oh, Gavin, your foraging never ceases to amaze. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. These bristles are so soft. Warum? No. Das ergibt keinen Sinn. Ganz doofe Idee? Nee, das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Können wir Ihnen das zeigen? Nee. Ergibt auch keinen Sinn. Ich muss doch hier eine Art Falle oder so bauen können. Don't wake Sher. Weck ihn nicht auf. Ja, vielleicht doch. These bristles are so soft and angry. Ach, das ist der Pinsel, Leute. No, that won't mix. Das ist der Pinsel, okay. Ja gut, ich brauche aber trotzdem noch Purpur. Warum geht das nicht? On reflection. Warum funktioniert das nicht? Nein. Ich probiere jetzt die Glasscherbe mal mit allem hier kurz aus. On reflection. Weil eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Das hatte ich schon, ne? Ja, eigentlich können wir es knicken, denn das hatte ich. Zu On reflection. Gavin können wir die nicht geben. Okay. Das bedeutet, wir können damit irgendetwas On hier reflection. Machen. I'd rather. Dann bist du doch dagegen. Können wir hier nochmal hin? So, vielleicht ist hier auch noch irgendwas mit dem Wasserhahn? On reflection. Dann bist du dagegen. Okay, er sagt auch gar nichts. Ne? Man kann ja keine Gedanken oder so hören, so wirklich. Den nass machen? Nein, nein, nein. Das ist definitiv der Pinsel. Das dahinlegen ergibt alles keinen Sinn. Was können wir mit der blöden Glasscherbe machen? This is a conundrum. Okay, nein. Without my paint, do not your positivity is up. Ja, das ist immer das Gleiche, Gavin. Warte doch mal bitte, wir können hier nicht rechts und auch sonst ist hier nichts mehr. The mortar is weak. Mit dem richtigen Werkzeug. Ja, woher bekommen wir das Werkzeug? Was soll das denn? Zahnbürste. It's good for Gavin. Das ist so sinnfrei. Zahnbürste und Spiegel, ergibt es irgendwie Sinn und das... Easy, pointless. Das hilft nicht weiter, warum nicht? He's too big. Das ist zu groß. Okay, können wir denn die Zahnbürste wieder zurückgeben? Das würde rein theoretisch funktionieren, okay. Aber das bringt's doch nicht. Moment, Zahnbürste und das hier. No, das passt nicht zusammen. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich gebe die nochmal zurück. Da muss doch irgendwas dran sein an der Zahnbürste. Das kann doch nicht einfach so... Ja, weiß ich nicht. Und er braucht das richtige Werkzeug. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Hier ist gar nichts mehr. Dann kann ja rein theoretisch nur noch irgendwas in der Bäckerei sein. Oder aber er will da jetzt irgendwie den Weg freimachen, aber das glaube ich nicht. Ich gehe da jetzt nochmal rein. So, Hotspot-Anzeige sagt, da ist die Tür, da ist die Frau Kaffee. Ja, ich müsste ja auch den Kaffee irgendwo reinfüllen, aber ich habe ja nicht mal eine Tasse oder sonst was. Und die Palette kann ich ja nicht rausgeben. Dass wir da irgendwie einen Kaffeeklecks oder so drauf machen, das funktioniert ja auch nicht. Da geht's nicht raus. Das ist Butter. Da muss auch noch irgendwas mit der Butter sein. Bit of butter. Oh, the... Und er gibt auch keinen Hinweis, dass wir da irgendwas machen können. Ein Stein. Do you like rock? Nein, mögen Sie Fels? Ach, das ist doch immer das Gleiche. Kannst du mit dem Teig hier noch was machen? Nein, auch Easy nicht. Pointless. Ich habe keine Ahnung, Leute. Zahnbürste für die Frau? It's good for... Da kommt man gut in die Zwischenräume. Ja, ja, ist ja okay.
What on earth? Ich habe keine Ahnung. Das hier vielleicht? Easy, pointless. Das hilft nicht weiter. Leute, ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Dem Hund kann ich nichts machen. Nee, hier ist sonst definitiv nichts. Kaffeemaschine. Ja, toll. Mit ihr kann ich nicht reden. Oh, ich gehe jetzt nochmal da rein. Das regt mich gerade auf, weil ich habe doch jetzt schon alles Mögliche ausprobiert. Warum schnappt er sich nicht einfach noch so einen Gehstock? Und macht da irgendwas mit an der Wand. Mein Nährrad ist kaputt. Das habe ich doch jetzt. Habe ich doch alles schon ausprobiert. Muss ich jetzt nicht zum 10. Mal machen. Das ergibt keinen Sinn. Und zurückgehen ergibt auch keinen Sinn. Da ist nur der blöde Totengräber. I need to go to the market. Oh, boo-hoo. None of the little piggies can go to market. Warum hat er sich da angekettet und wann geht er da weg? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Vielleicht habe ich irgendwo einen kleinen Gang oder so übersehen. Also da sind wir, das ist klar. Das hier ist die Fabrik. Da ist dann das Gefängnis. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Hier unten ist der Marktplatz. Kommen wir nicht hin. Und da ist Mörder Ellie. Auch wie passend. Gut, kommen wir aber auch nicht weiter. Bertram, ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass ich dich hier relativ schnell rausholen werde. Aber nein. Damit können wir auch gar nichts mehr machen. Überhaupt gar nichts. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein. Mit dem Jungen möchte ich nicht schon wieder quatschen. Und ich überlege auch gerade, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich aufnehme. Wir machen jetzt einfach nochmal 5 Minuten. Und ich werde weiter versuchen, das hier irgendwie hinzubekommen. Aber ich habe doch jetzt alles gemacht. Huch, Bertram. Ach ja, hier kann ja, da kann ja was hin. Ah. It won't bite oh me Gott. Now, it's a pile of red powder. Oh mein Gott. Darauf muss man aber erstmal kommen, oder? Mit dem Sonnenstrahl, dann diese Purpur-Kakerlaken. Look how red it is. Ja, wunderschön. Die irgendwie zu zerbröseln. So, das sieht doch super aus, oder? Möchtest du ein bisschen malen? Und vielleicht noch einen Pinsel dazu? Wie wär's? Such vibrant colors. I can feel my desire to paint growing. But what is the use without a brush? Naja, warte ab. Ich habe da einen Spezialpinsel für dich, mein lieber Freund. Die sind sehr grimmigen. But how can one make art in such dismal surroundings? You're so needy. Just paint what you see. Yes, you are right. This shall be my masterpiece. Oh, sehr schön. Sind wir doch noch weitergekommen? Oh, wie geil. Jetzt check ich das auch, warum. You look much happier now. I feel fully reinvigorated. Thank you, Bertram. Just a little something my friend Oscar gave me for safekeeping. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel wohin, wozu? Und das hier können wir dann später irgendwie da aufhängen oder irgendwie sowas wird das sein. Ne? Wie aufgeregt er ist. Oh, wie süß. Was ist das jetzt für ein Schlüssel? Von Oscar. Können wir damit die Tür hier öffnen? Nee, okay. So, Gavin, dann bekommst du den Schlüssel. Mein Freund Oscar, wo haben wir eine verschlossene Tür? Sagst du dazu irgendwas, wenn wir das anschauen? Nein, stopp, Moment. Sagst du dazu irgendwas? Oder können wir... Ach, wir können wahrscheinlich die Vordertür damit aufschließen. Also die hier vorne. Funktioniert das? Nein. Okay. Sein Freund Oscar, wo zur Hölle war denn jetzt eine verschlossene... Ach, ich kapier's. Natürlich, der angekettete Typ. Und der wartet irgendwie auf den Maler, der in der Zelle sitzt. Ja, gut. Gut, gut. Hätte ich das jetzt in einem Stück alles aufgenommen? Oh, boo-hoo. Geht das nicht? Ich wollte gerade sagen, hätte ich das in einem Stück aufgenommen, hätte ich es sofort gepeilt, aber... Ist es richtig? Oh. Walter is all right. I can cease being so demonstratively. And oh, now, Gott sei Dank. Like a fig, I must roll. Okay, weg mit dir, Junge. Weg mit dir. Wir haben Zugang zum Marktplatz. Ach, wie schön ist das denn? Adventure Shop, kommen wir da rein? Nein. Hier bleiben, mein Lieber. Oh, the adventuring store. It's not open. Oh, schade. Ganzen Tauben hier und diese unfassbar lustigen Leute. Was ist mit dir da unten? Können wir nicht mit dir sprechen? Nein. Tauben verscheuchen. Okay, das ist der Eismann. Mit ihr können wir reden. Sie ist ein bisschen aufgedreht. Kann es sein, die Fischfrau? Fish, fish, lovely fishy fish. Fishy ones, smelly ones, come and get your fish. Mmm,
right tricky to keep me balance. Woo! It's a good job these buckets aren't any heavier, or I'd topple right over. Ah, gut, dass diese Eimer nicht noch schwerer sind. She is flopping all over the place. Oh ja. We have a thing in Peru. Heavy stone will sink the swiftest fish. Genau, das wollte ich gerade ausprobieren. Ich weiß halt nicht, ob es von hier geht oder ob ich dann irgendwie auf der anderen We Seite stehen muss. We have a thing in Peru. Achso. Ach so, oh, sorry, dear. I'm flopping around like a kipper. Hey, you knock into me. Diese Leute hier, ne, das ist unglaublich. Aber was hat das jetzt gebracht? Wir können mit ihm nicht sprechen, mit ihr nicht. Was hat er denn da? Mist oder was? Wir können erstmal schauen, was wir hier so haben. He smells worse than a dead skunk. Stop mucking around. Okay, gut. Damit können wir nichts machen. Zahnbürste. Können wir die Zahnbürste in das stinkige Zeug da eintauchen? Nein, können wir nicht. Okay, das mit dem Stein hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie hat da irgendwie den Typen angerempelt oder wie war das? Moment, ich muss mir das jetzt nochmal anhören. Vielleicht müssen wir es auch echt irgendwie von da oben machen oder so. We have a thing in Peru. A heavy stone will sink the swiftest fish. Ja, ja, okay, also. Oh, sorry, dear. I'm flapping around like a kipper. Hey, okay. You knock into me. Sie fällt. Und er kippt dann auch zur Seite. Aber was bringt das? Oh, wir können hier noch weiter, sehe ich gerade. Dann nehme ich den Stein erstmal mit und dann gucken wir mal, wohin uns das Ganze hier führt. Da geht's auch noch weiter. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Oh, ach ja, diese kleine Alice, stimmt, ich erinnere mich an sie. Hallöchen, mein liebes Kind. Why have you only got one eye? I'm a Cyclops. I'm bored, will you play hoops with me? I just want somebody to play hoops with me. Oh, die Stimme ist sehr süß. Ich möchte gerne mit dir spielen, aber irgendwie habe ich was für dich. Vielleicht eine Zahnbürste? Nee, lieber nicht, ne? Was ist hier nochmal für ein Haus? War das das Haus von Bertram? Ach, der Typ. Oh Leute, wirklich, ich kann es nur nochmal wiederholen. Warum lässt man ein Jahr Pause zwischen den Episoden? Und vor allem bei so einem Spiel, das ist doch jetzt auch nicht so krass aufwendig, oder? Ich weiß es nicht, wer bist du denn nochmal? You surprised me. I was just polishing my saber. You're Fiddle's manservant, aren't you? I heard the news. Terrible. Let me know if there is anything I can do to help. Mr. Fiddle is not a murderer. Can't you help him get out of jail? I'm afraid I can't help there. It would undermine my position. You'll have to do that yourself. Tell Fiddle not to give up. There is always light at the end of the tunnel. Was wird das denn jetzt? Na, super. Gut, der hilft mir also nicht wirklich weiter. Konnten wir denn hier noch irgendwo nach oben? Oder war das ein anderes Haus? Das war dann vermutlich ein anderes, ne? Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen die Stadt erkunden. Gucke, wer mir hier so über den Weg läuft. Dich kenne ich noch gar nicht. Ah, stimmt. Hier ist dieses Museum oder so. Warum freuen die sich so? Weil er das wunderbare Rad hat. Crikey, I can see her lady ankles. Shh, I've been trying to rub it off for ages. I'm exhausted. This limp cloth will not get in those cracks. I need something stiffer. Ah, wie wäre es denn mit einer wunderbaren Zahnbürste, die sehr gut für Zwischenräume? I have a little brush. Oh, thank you. That's just what I need. I'll be finished in no time. Ja, sehr cool. All finished. I'm going for a lie down now. See you later. Jetzt nimmt er gleich die Leiter mit, oder was? Ich glaub's ja nicht. He's a good job, I have deep pockets. Ja, wundervoll. Echt wunderbar. So, da kommen wir nicht rein. Oh, da kommen wir rein? Tatsächlich? Nee. Ich glaube nicht. Oder dort? Es geht sogar. I think Mr. Fiddle's membership has expired. As long as I don't cause a disturbance, maybe no one will notice me. Ja, Leute, ich erinnere mich so langsam wieder. Ich würde aber sagen, das war's jetzt für diese Folge. Wie gesagt, ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut. Ich hoffe, dass die Folge nicht allzu kurz ist. Das wäre schade, aber ich glaube, ich müsste wahrscheinlich so um die 20 Minuten sein, wie immer also. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Jetzt ging es ja doch noch ganz gut voran. Bis dahin, tschüss!